So, liebe Leute, willkommen zurück bei WoW Vanilla. Wir sind bei den Ruinen von Sul'Daia und müssen noch Ohre der Bloodskulls einsammeln. Und dann müssen wir bei den Krokolisten noch diese Kristalle einsacken. Also einiges zu tun. Schöner 139er Crit. Und 360 Erfahrungspunkte. Und diesmal ist da hinten eine Kiste. Ich muss Das näher ran. heißt, ich werde mir den Ich bin außer Reichweite. Schlamassel mal angucken. Ja, jetzt wird er auch wieder Dieser Zauber ist noch nicht angezogen. bereit. Dieser Spottwechsel zwischen Pat und mir finde ich manchmal echt sehr sonderbar. Guck mal, die Kopfjäger, die sind auch ein bisschen größer gefühlt. Ich habe vergessen, das Fenster zuzumachen im Zimmer. Hat so ein bisschen Angst, dass man da Störgeräusche hört, aber hoffen wir mal nicht. Ja, Ohren droppen die diesmal Ich kann nicht auch mehr. gar nicht mehr. Any Sulgurub Buff Inc. Ah, okay, also anscheinend hat das irgendwas mit Sulgurub zu tun. Ich glaube, wenn man eine Quest abgibt. Inventar ist voll. So schnell wie das Inventory vollmüllt, ey. Schöne Kritz. Und jetzt kommt von dort ein gegnerischer Spieler. Kann ich noch nicht wirken? Das lädt immer noch auf. Ah. Nervige Erdgriff-Totem. So. Na. Nur Crap. Zumindest haben wir noch mal Ohren, ein Ohr bekommen. Nicht Ohren, aber ein Ohr. Die Gilde heute irgendeinen Raid? Nope. Ah, morgen wird ein schlechter Tag für mich. Beziehungsweise es könnte auch interessant werden, aber arbeitsintensiv. Ich kann nicht mehr tragen. Und mein Inventory ist wieder voll, ey. Ich kotze.
Boah, ey, wenn jetzt das letzte Ohr, ne? 10 Jahre zum Droppen braucht. Dann flippe ich aber aus hier. Mir war übrigens deswegen bekannt, dass die Wildstallblume, hatten wir ja im letzten Part oder im vorletzten Part nachgeguckt, mir war deswegen bekannt, dass die doch vergleichsweise viel wert sein muss, weil ich auch mir ziemlich sicher war, dass man die echt selten findet. Ja? Auch als Kräuterkundler. Das ist keine Blume, die man an jeder Straßenecke findet. Das ist natürlich bei Silber auch so und trotzdem ist Silber nicht so viel wert, aber ja. Kann ich mir auch jetzt nicht erklären, aber es ist halt so. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Guck mal, wie viel hier los ist. Unglaublich. Jetzt komm, drop mein letztes Ohr. Das ist doch echt nicht zu fassen. Jetzt muss ich ernsthaft wieder zurück, weil die 7 oder 8 Trolle, die wir erledigt haben, nicht ausgereicht haben. Inkredible. Das ist wieder das Nervige. Ne, das ist das Erdgrifftote. Man sieht ja nicht mal, wie lange das anhält. War schon wieder nichts dabei, ja. Das ist zu weit entfernt. Also, sich ein bisschen verarscht fühlen, das darf man, glaube ich, an diesem Punkt. Endlich. So, auf zu den Kraukos. Die sind als nächstes dran. Aber ich sag euch, wie es ist. Das wird auf gar keinen Fall was in diesem Part. Die Krokos droppen das in einer erbärmlichen Art und Weise. Wie das bei diesen Halsketten-Dingern war. Ich hab nicht viel los ist, ey. Ich kann das nicht plündern. Ich muss näher ran. Das ist nicht zu fassen. Jetzt haben wir 4 Stück wieder erledigt und nicht einen einzigen von diesen Kristallen. Lädt immer noch auf. Na, was wir hier halt in Massen bekommen, ist dieses Krokodilfleisch.
oder Krokoliskenfleisch, wo auch immer der Unterschied zwischen einem Krokodil und einem Krokolisken ist. Wahrscheinlich ist ein Krokolisk eine Kombination aus Krokodil und Basilisk. Also, ein Basilisk ist ja eigentlich eine Schlange, ne? Und laut Harry Potter kann der Basilisk... Schöne T-Zahl-Schultern. Kann der Basilisk mit seinem Blick sein Opfer zu Steine starren lassen. Aber diese Krokolisken haben diese Fähigkeit nicht. Das bedeutet aber nicht, dass es das nicht gibt in diesem Spiel. Also ich glaube, in 1000 Nadeln gibt es eine Krokodil- oder Krokoliskenart, die genau das kann. Also, jetzt ist es langsam genug. Keine Ahnung, was das soll. Aber anscheinend droppt der Shit nicht. Ja, jetzt hat er diese Ability hier, zu Steine starren. Kann ich noch nicht wirken. Der droppt dann noch einen. Ich kann das nicht plündern. Also ich bin kein Fan von dieser Quest. Ich sag euch, wie es ist. Ich glaube, das ist der gleiche. Warum reitet der hier hoch und runter? Keine Ahnung. Ja, jetzt stoppen sie es auf einmal hier, hä? Verstehe einer die... Oh! Ah, okay, versuchen wir es trotzdem. Ist 38, aber... Der ist grün, sollte eigentlich auf jeden Fall machbar sein. Vor allen Dingen mit dem Buff. Ja, ist gar kein Problem. Das lädt immer noch auf. Belohnung bekomme ich zartes Krokoliskenfleisch. Danke vielmals für diese großzügige Spende an Items, lieber Krokolisk. Und jetzt kriege ich auch noch Agro. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Kann ich noch nicht wirken. So viel Fleisch hier von den Viechern. Noch einer. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Boah. Junge, hat der ein gutes Equipment. Ja, Black Hands Breite ist tatsächlich ein Trinket, das ziemlich lange sehr, sehr gut ist. Das hatte ich damals mit meinem Krieger auch. Das
Und ich hatte diese Gorobashi-Waffe. Das gehört gar nicht. Ich glaube von Mandok hier. Helebarde der Pein. Die hatte ich. Die hatte ich mit meinem Krieger damals. Weiß ich noch ganz genau, da war ich im Urlaub mit der Family und in der Zwischenzeit hatte ein Schulfreund von mir meinen Charakter gespielt, der sehr viel weiter war mit dem Ganzen, sehr viel mehr Ahnung hatte und der hatte meinen Krieger gespielt, hat ihn auch in seine Gilde eingeladen und als ich dann wiederkam und meinen Charakter wieder gespielt hatte, hatte der dann die Hellebarde der Pein. Das war eine ziemlich coole Überraschung. Das wird das letzte Krokodil sein, das ich diese Session erledige. Invite started. So scheint heute safe in Raid zu gehen. Na gut, liebe Leute, ich mache hier einen Cut. Wir hören uns nächste Folge wieder, also übermorgen. Und ja, hoffentlich sind uns die Krokolisken dann hier ein wenig besser, gesonnen. Wir sehen's. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Ciao.